Konfuzeier, schön, dass ihr da seid. Hier ist wieder eure Josie. Und meine Kamera werfe ich demnächst an die Wand. Das habe ich schon festgestellt, weil dieses Ding geht mir langsam auf den Keks. Aber wir haben hier heute natürlich wieder realen Irrsinn. So wie ich hier mit meiner Kamera. Und diesmal geht es um den Hamburger Hundezaun. Die Folge ist etwas älter, so ein ganz kleines bisschen, ist aus dem Jahr 2019. Und, ja, genau. Über das heute reden wir nochmal. Nein, wir schauen uns gemeinsam an, was es mit dem Hundezaun auf sich hat. Ich habe da auch wieder so ein Thumbnail gesehen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. In Hamburg gibt es viele Hunde, die auch Platz brauchen, um ihre Runden zu drehen. Ja, Hamburg ist ja auch keine kleine Stadt, deswegen gibt es auch bestimmt viele, viele Hundebesitzer. Und dass das natürlich dann heißt, viele Hunde in Hamburg, ist ja klar. Und dass die ihren Platz brauchen, ist auch klar. Ich wollte nur manchmal, dass die Hundebesitzer wirklich nur an bestimmte Stellen dürfen, weil ich krieg das im Sommer hier nämlich auch gerne mit. Deshalb hat die Stadt in Eimsbüttel eine Hundeauslauffläche gebaut. Hey! Hey, das ist doch mal eine coole Idee, eine Auslauffläche für Hunde. Perfekt. Liegt direkt daneben ein Radweg. Und dort kommt es zwischen Hund und Rad oft zu unschönen Begegnungen. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das passiert. Habe ich schon öfters gesehen. Ich habe auch schon etwas unintelligente Radfahrer gesehen, die ihre Hunde am Lenker festmachen und sich dann wundern, wenn das Fahrrad nicht dahin fährt, wo sie wollen. Sondern dahin, wo der Hund rennt. Das kann immer mal sein, dass ein Hund von da kommt oder von da. Und Hunde, alles, was sich dort bewegt, manche Hunde rennen da natürlich dann hin. Und wenn man dann mit 30 Sachen angeschossen kommt, dann kann man schon mal vom Fahrrad fallen. Ich weiß jetzt ja nicht, ich weiß nicht, also irgendwie, also ich fahre ja auch hin und wieder Fahrrad. Ich komme da auf, seien wir mal ehrlich, so auf 10, 15 Stundenkilometer, wenn ich etwas in normaler Geschwindigkeit radeln durch die Stadt. Bergab wird es auch mal ein bisschen mehr. Wenn ich es ein bisschen eilig habe, komme ich auch mal vielleicht auf 20, aber auf 30. Hallo? Geht's da so runter? So runter? Ich weiß ja nicht. Also irgendwie Geschwindigkeit müssen wir nochmal drüber reden. Gar nicht gut. Da hatte das Bezirksamt Eimsbüttel eine tolle Idee. Wenn Ämter schon tolle Ideen haben, ich weiß nicht. Sie baute zwischen Hundewiese und Radweg ein 50 cm hohes Geländer für 9.000 Euro. Das war doch ein günstiges Geländer. Stellt euch mal vor, was ein Panzer kostet. Das war ja nur eine Stange, ne? Das ist ja kein, in dem so, die können da ja rüberspringen, ne? Und die Kleinen rennen unten drunter durch. Hahaha. Also dieser Zaun war ungefähr so wirksam wie ein wie eine Luftwand gegen Wasser. Die sind ja noch sportlich, die Hunde, ne? In der Tat, Hunde können darüber springen. Und wahlweise auch drunter durchkrabbeln. Sag ich doch. Konnte im Bezirksamt ja keiner ahnen. Blöd. Also wirklich, wie kann ich einen Hund erdreisten, oben drüber zu springen oder unten drunter durchzuklettern und das dann auch noch wahrscheinlich gegen irgendwelche bezirksamtlichen Regelungen oder Vorgaben zu verstoßen. Also wirklich. Blöd. Zum Glück hatte das Bezirksamt noch eine tolle Idee. Wow, ein Bezirksamt hat zwei tolle Ideen. Die erste war ja schon nicht so helle. Es baute das 50 cm hohe Geländer einfach wieder ab und dafür einen 1,20 Meter hohen Stahlmattenzaun für 10.700 Euro. Hätte man das gleich gemacht, hätte man sich 9.000 gespart. Die Radfahrer waren endlich sicher und die Hundebesitzer glücklich über den Zaun. Das war für mich also eine ideale Situation, weil man den Hund frei laufen lassen konnte und ihn auch mit anderen Hunden spielen lassen konnte. Nicht so glücklich waren dagegen die Anwohner der eingezäunten Hundewiese. Ich bin mit Morgenrock runter. Ich hab gedacht, was ist denn das für ein Gekläffe? Und die Großen durften hier alle laufen und bellen. Moment mal, nur mal jetzt eine ganz bescheidene, dumme Frage für eine nicht ansässige Hamburgerin. Also, ich bin ja keine Hamburgerin, aber ich wohne auch da nicht. Aber
haben die Hunde erst gekläfft, als der Zaun da war. Die haben doch mit Sicherheit auch schon vorher gekläfft. Und wenn du da die ganze Zeit schon gewohnt hast, müsstest du das doch mitbekommen haben. Also bitte. Ich weiß, man soll respektvoll gegenüber älteren Menschen sein. Aber zu Hause bitte mal im Küchenschrank nachgucken, ob noch alle Tassen drin stehen. Und das ging jeden Abend so. Auch blöd. Da kam das Bezirksamt wieder auf eine tolle Idee. Wow! Das ist schon die dritte tolle Idee. Wobei die zweite war gar nicht so schlecht. Also finde ich jetzt. Aus dem mittlerweile 19.700 Euro teuren Zaun wurden einfach Elemente wieder rausgenommen. Weil, so das Bezirksamt, die vollständige Einzäunung die Hundebesitzer dazu veranlasste, ihre Hunde vermehrt unbeaufsichtigt laufen zu lassen. Ich glaube nicht, dass jemand die Tür aufgemacht hat, seinen Hund rausgeschickt hat, die Tür zugemacht hat, gehofft hat, dass der Hund irgendwann wiederkommt. Nee, glaube ich nicht. Also ich denke mal schon, dass die Besitzer dabei waren. Da ist wieder mal so eine Etepetete-Dame, die sich dachte, ich könnte ja mal mich beschweren. Ja. Kosten für die Zaunöffnung? Nochmal 1.200 Euro. Bitte! Macht der Steuerzahler hat's ja. 20.900 Euro für einen offenen Zaun. Jetzt aber sind wieder die Hundebesitzer unglücklich. Es gab so viel hin und her, es hat irrsinnig viel Geld gekostet. Man fragt sich wirklich, wozu? Ich komme nicht mehr hierher. Geduld, liebe Hundebesitzer. Das Bezirksamt Eimsbüttel feilt bestimmt schon an einer ganz neuen Zaunidee. Also ich bin mal gespannt, ob wir da vielleicht im Nachhinein noch irgendwo was übersehen haben, was da noch kommen könnte. Ich werde mal gucken, ob in der Liste noch irgendwo was drin ist, dass das sich erneuert, dass da was Neues dazukommen ist. Man weiß ja nicht. Ansonsten könnte ich vielleicht mal jemanden fragen, der in Hamburg wohnt, ob er weiß, was da mittlerweile draus geworden ist. So, wir wollen nicht von vorne anfangen, aber wir möchten natürlich wie immer unseren Daumen hoch da lassen. So, und ja, es war eine schöne Folge und wieder mal völlig irrsinnig. Man hätte es gleich richtig. Das sieht man mal wieder. Wenn du etwas machst, mach es gleich von Anfang an richtig oder du machst es mehrfach und es kostet 3, 4, 5-mal so viel wie ursprünglich angesetzt. Gut, okay, das war jetzt nur ungefähr eine Verdoppelung von dem, etwas mehr als eine Verdoppelung von dem, aber so kann es gehen. Ich habe auch einen realen Irrsinn momentan. Ich habe wieder mal Ärger mit dem berühmten Konzern, mit dem großen A. Die liefern mir nämlich wieder Sachen nicht, die sie beiliefern sollen. Ich habe gestern da leider jemanden anmotzen müssen und habe mich aber auch entschuldigt, weil die Leute, die am Kundenservice sitzen, können natürlich nichts dafür. Die sind immer nur die Prellböcke und das ist schade, weil die bemühen sich. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Werde ich euch auch auf dem Laufenden halten. Aber wie gesagt, für diese Folge jetzt erstmal, wenn ihr die Folge gemocht habt, Däumchen hoch. Däumchen hoch. Ich lerne es noch. Da unten ist dann ein Knöpfchen, da könnt ihr draufdrücken für das Abo. Da seht ihr, da. Ist natürlich jetzt auf der Seite von Extra 3, das könnt ihr natürlich bei mir auch machen. Da unten ist dann auch noch das Originalvideo verlinkt, dass ihr da hinkommt und Däumchen da lassen könnt, Like da, Abo da lassen könnt, Kommentar da lassen könnt. Wie gesagt, hier bei mir auch. Wäre schön, würde ich mich freuen drüber. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder und zwar nächste Woche. Ja, oder auf Twitch oder auf in einem der anderen YouTube-Videos, die ich habe. Ich habe ja da schon so ein paar hochgeladen. Also, wir sehen uns dann wieder. Und ich würde sagen, bis dahin sagt euch Tschüss, eure Josie.